War das abgefahren? Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin mit Tim und Greta, die Silvia vertritt. Wir stellen euch heute die Komödie Taffe Mädels vor. Sarah Ashburn ist New Yorks beste FBI-Agentin, doch sozial völlig inkompetent. Shannon Mullins ist eine schlagkräftige Streifenpolizistin, die in Boston für Ordnung sorgt. Als ein Drogenbaron überführt werden soll, müssen die beiden gegensätzlichen Einzelgängerinnen zusammenarbeiten. Ich kenne mich aus in Vernehmungstechnik. Oder wir hauen ihm ein Telefonbuch in die Fresse. Wir müssen behutsam vorgehen. Wer macht denn sowas? Regisseur Paul Feig hat ja bereits die Komödie Brautalarm inszeniert, in der halt auch schon Melissa McCarthy mitgespielt hat, hat damals sogar eine Oscar-Nominierung bekommen. Und auch hier passt sie wieder absolut perfekt in diese Rolle, weil sie halt gerade diesen derben Humor mit einer unglaublichen Natürlichkeit vermittelt, die wirklich sensationell ist. Und sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein toughes Mädel. Ja, ein toughes Mädel ist aber auch Sandra Bullock, die hier auch wieder eine FBI-Agentin spielt, wie auch schon in den Miss Undercover-Filmen zum Beispiel, wo sie mir ja persönlich unglaublich gut gefällt und wo sie mich auch sehr zum Lachen bringt. Hier muss ich allerdings sagen, dass die Melissa McCarthy dominanter war und einen noch um einiges mehr zum Lachen gebracht hat. Ja, wobei natürlich die beiden als Duo schon funktionieren. Das heißt, man ist halt voll drin in dem Film, man verfolgt halt gerne wirklich deren Wortgefechte. Aber diese Grundkonstellation, dass sich halt zwei unterschiedliche Charaktere irgendwie für ein gemeinsames Ziel zusammentun müssen und dann halt Schritt für Schritt erkennen, dass sie doch mehr Gemeinsamkeiten haben, ja eigentlich nichts Neues ist. Ja, wobei das Neue ist ja schon, dass es diesmal zwei Frauen sind. Ne? Also man kennt ja so diese Männer-Cop-Duos aus Filmen wie Starsky und Hutch zum Beispiel. Oder zum Beispiel dem Film etwas anderen Cops. Ja genau, zum Beispiel so. Und dieses Mal sind es aber zwei Frauen. Und das ist irgendwie schon das Besondere, weil sie nehmen ja so richtig schön die Männer mal auf die Schippe. Das FBI ist dafür zuständig. Nein, hier sind sie nicht. Hören Sie auf. Hier auch nicht. Hören Sie auf, Mullins. Was macht sie da? Sie sucht meine Eier. Hat einer die Eier vom Captain gesehen? Schwer zu finden, etwa so groß. So ganz winzig kleine, klitzekleine Mädcheneier. Also wenn kleine Mädcheneier hätten. Überraschung. Ah! Gott, ich kann ihn echt nicht mehr halten. Scheiße, zieht mich raus. Oh, mein Auto. Das Metallauto hat den Sturz gedämpft, oder? Ja. Steckt er weg. Ja, ich mag ja starke Frauen, die es den Männern mal so richtig zeigen. Und das ist hier voll gegeben. Deswegen gebe ich dem Film 7 von 10 Punkten. Ich fand den Film deutlich unterhaltsamer, als ich halt vor Kinobesuch erwartet habe. Vermutlich wird es auch eine Fortsetzung geben, dann mit sehr wahrscheinlich noch tafferen Mädels. Ich gebe dem Film ebenfalls 7 von 10 Punkten. Tim, apropos taffe Mädels, wir müssen auch noch den Drogenbaron Kim hochnehmen. Boah, aber nicht mit Waffen, ey. Das ist mir alles viel zu heikel. Das will ich nicht. Nee, hier sind sie nicht. Hier auch nicht. Hier vielleicht? Nee, hier sind sie auch nicht. Hat jemand die Eier von Tim gesehen? Oh Mann, jetzt hör auf. Ach Mensch, Tim, das ist ja doch mehr Eier, als ich gedacht hätte.